So, nächster Teil des Videos. Wenn ich jetzt mal darauf eingehe, wenn ich jetzt mal darauf eingehe, was könnte denn passieren, wenn ich schon einen gewissen Vorsprung habe? Was passiert dann? Und das werden wir uns gleich mal anschauen. Na, so, das muss jetzt genügen. Das schauen wir uns gleich mal an, wie sowas aussieht mit Vorsprung. Nehmen wir mal an, ich will einen Wettlauf machen. Ich möchte einen Wettlauf machen mit einem Hund. Und zwar, weil ich langsamer bin. Ja, Wettlauf. Beispiel Wettlauf. Weil ich langsamer bin, kriege ich Vorsprung. Wann hat mich der Hund eingeholt? Dann könnte das ja wie folgt aussehen. Ich mache das jetzt mal ganz locker. Ich selber, hier habe ich S von T, also den Weg in Abhängigkeit von der Zeit. Ich habe beispielsweise 50, 100, 150 Meter Vorsprung und renne los, aber da ich ja nur nicht so schnell bin, renne ich bestenfalls mit, sagen wir, 8 Meter pro Sekunde. Also, ich, V-Ich, ist dann 8 Meter pro Sekunde. Jetzt haben wir praktisch mit V schon das Steigungsdreieck sozusagen vorgegeben. Und ich renne da los. Das heißt also, wenn ich jetzt hier mir das glatt mache, ich sage, das wird ja alles eine Weile dauern. Ich sage hier 2 Sekunden dazu, 4 Sekunden und so weiter. Hier habe ich T. Dann sage ich also, ich renne hier los und mit 8 Metern pro Sekunde, das heißt 16 Meter in 2 Sekunden, dann lande ich ungefähr hier. In 4 Sekunden 32 Meter lande ich ungefähr hier mit meinem Weg und dann hier und so weiter und so fort. Also mein Graph ergebe sich ungefähr so. Und der Hund, 150 Meter habe ich Vorsprung, der rennt beim Zeitpunkt 0 los. Und der Hund hat eine V-Hund von, was hatten wir eben, 20 Meter pro Sekunde. Dann können wir den Hund hier einmalen, weil er ja am Startpunkt 0 losrennt. In 2 Sekunden ist der Hund schon 40 Meter weit, hier ungefähr. In 4 Sekunden ist er 80 Meter weit, also ist das hier. Und ich könnte jetzt einen Graphen malen. Und man könnte eindeutig sehen, wie der Hund rennt. Gucken wir das uns nochmal an. S von T, und zwar für mich, mache ich das jetzt blau, sage ich also, sind 8 Meter pro Sekunde mal T plus 150 Meter. Gucken wir S von Hund an, also S von T auf den Hund bezogen. Dann sagen wir, der hat 20 Meter pro Sekunde mal T und jetzt plus 0. Aber das plus 0 lösche ich jetzt mal wieder. 0, warum? Weil sein Y-Achsenabschnitt bei 0 ist. Hier die 150 Meter, Y-Achsenabschnitt, kann man so einmalen. Das heißt also, wenn ich mit dieser Funktionsschreibweise vorgehe, kann ich auch ganz leicht mal solche Sachen wie Vorsprünge einbauen. Und ich kann sogar, und da kommen wir dann später drauf, errechnen, beziehungsweise auch grafisch ermitteln, wann hat mich der Hund eingeholt. Alles solche Dinge sind hier möglich. Ich kann auch sagen, wie lange hat es gedauert, bis mich der Hund eingeholt hat und wie lange musste der Hund laufen, wie lange musste ich laufen und solche Dinge. Das kann man alles daraus ablesen. Dazu machen wir dann gleich mal eine Übung. Jetzt habe ich ja in jedem Fall das Steigungsdreieck schon mal frei Haus geliefert, indem ich gesagt habe, hier, da ist es. Oder hier. Hier dieses Steigungsdreieck. Das habe ich ja frei Haus geliefert. Den Anstieg, den habe ich ja schon gemacht. Normalerweise ist es aber nicht so, dass man sagt, naja, ich weiß genau, wie schnell ich laufe und wie viel Meter pro Sekunde, sondern dass man wieder Messwerte nimmt. Und jetzt kommen wir auf das Problem zurück. Das heißt, ich mache mal ganz kurz Pause und male mal schnell was. Ja, ich habe jetzt noch eine Übung dafür ausgedacht, und zwar, ein Mensch rennt mit einem Hasen um die Wette, und zwar hat man beim Menschen gemessen, dass der 24 Meter, deswegen SM, S wie Strecke, ne? TM, 24 Meter in einer Zeit von 3,2 Sekunden schafft, und der Hase hat man gemessen 32 Meter in 2,2 Sekunden. Gesucht sind die Graphen und die Funktionen, und versucht mal solche Einteilungen vorzunehmen, dass man wirklich auch mal einen Kreuzungspunkt schafft.
Weil der Mensch langsamer ist, hat er einen Vorsprung, S-Vorsprung Mensch von meinetwegen, sagen wir, ja, 48 Metern. So, das sind Messwerte aus der Praxis und wir müssen halt mit diesen blöden, krummen Messwerten umgehen. Und jetzt macht mal was draus und wir können dann sogar später ausrechnen, wie das geht. Aber jetzt erstmal ungefähr, sodass wir abschätzen können, Graphen und Funktionsvorschrift und dann können wir was draus machen. So, im Moment traut sich keiner so richtig. Mache ich es mal ganz locker. Das geht wahrscheinlich nicht anders als in mehreren Versuchen. Eins ist sicher, hier unten kommt T ran. Das werden wir natürlich nicht so, ne? Sondern mit eckigen Klammern, das werden wir natürlich in Sekunden angeben. Und hier kommt S von T ran. Achtung, S von T schreibt man mit runden Klammern. Und wenn man die Einheit dazu schreiben will, dann so. Okay, jetzt haben wir das Schöne, 24 und 32 Meter, das hat irgendwas mit einer 8 zu tun. Das heißt, wenn ich mir hier lauter Kästchen schnappe, 1, 2, 3 zum Beispiel, hätte ich hier 24 Meter. Und weiß, beim nächsten wären es schon 32. Fangen wir mit dem Menschen an. Pardon. Ich bin natürlich ein bisschen. Hier unten darf ich das natürlich nicht dran schreiben, ne? So, wenn ich mir hier die kleinen Kästchen schnappe, 8, 16, dann hätte ich hier 24 Meter. So, und hier unten, jetzt muss ich irgendwie versuchen, hier klappt es mit dem gemeinsamen Teiler 8, aber hier klappt es, ja, mit welchem gemeinsamen Teiler? Bestenfalls 2. Also nehme ich einfach 2 Sekunden. Das nützt ja nichts. Wir können es ja hier nicht bis zum geht nicht mehr uns verrechnen. Wenn ich hier durch 2 teile, hätte ich 1,6, hier hätte ich 1,1. Ist ein bisschen blöd. Dann mache ich hier unten ein bisschen größeren Abstand. Dann kann ich das besser einteilen. Dann habe ich hier eine Sekunde. 1, 2, 3, 4. Ich kann auch in Fünfer-Schritten gehen. 2 Sekunden. Alles möglich. Man sieht also, ich habe hier die krummsten Werte wieder mal vorhanden. Also fangen wir an. Fangen wir mit dem Menschen an. Den Menschen mache ich jetzt mal hellblau. Also der Graph wird hellblau. Der legt 24 Meter in 3,2 Sekunden zurück. Eins, das ist 3. Und man kann das hier ranschreiben, ne, damit man sich das besser klar macht. Und dann wäre hier unser erster Punkt. Und da der Mensch aber 48 Meter Vorsprung hat, muss ich das hier noch irgendwie regeln. 24, also hätte ich hier die 48 Meter. Hier wäre mein allererster Punkt und jetzt muss ich mit dem Steigungsdreieck losgehen und lande dann irgendwo. Ne, dieser Punkt wäre, wenn er keinen Vorsprung hätte. Ich gehe also 3,2 Sekunden nach rechts und ein Zugewinn von 1, 2. Hier wäre der Punkt, sodass sich der Graph des Menschen hier ungefähr bewegt. Ich weiß, es ist jetzt ungünstig, ich gehe mitten in die Zahlen rein. Mache ich den Hasen mal rot. Also Hase wird rot sein. In 2,2 Sekunden 32 Meter, der hat keinen Vorsprung. 2,2 ist hier. 32 Meter ist hier. Keinen Vorsprung heißt, ich kann beim Nullpunkt starten. Und jetzt geht's los. Irgendwo, wenn ich das schön gerade gemalt habe und jetzt in Blau noch schön weiter die menschliche Kurve, hätte ich hier irgendwo den Treffpunkt, das heißt, hier hätte mich der Hase eingeholt. Und jetzt kann ich hier unten durchschätzen und lande bei. Hier hatten wir 3, 4, 5, 6 Sekunden ungefähr. Bei 6 Sekunden hätte mich der Hase erreicht, wenn ich der bin, der vorne wegreicht. Das Ganze ist grafisch möglich. Jetzt brauchen wir die Funktionsvorschriften und dann kommt der Vorteil, was wir nämlich mit den Funktionsvorschriften anstellen können. Funktionsvorschrift für den Menschen, blau. Wir wissen, S von T ist gleich. Und jetzt geht's los. Wir schauen, 48 Meter Vorsprung, die können wir schon mal dahinter schreiben. 48 Meter. Und jetzt sagen wir einfach, das sind 24 Meter in 3,2 Sekunden mal t. Jetzt sind wir eigentlich schon fast fertig. Es sei denn, wir könnten hier noch ein bisschen dran rumkürzen. Das werden wir dann auch machen.
Und jetzt machen wir aber gleich den Hasen mit dazu. S von T, oh, am Rand schreibt sich das schlecht, ist gleich, der hat keinen Vorsprung und wir können gleich direkt sagen, der hat 32 Meter in 2,2 Sekunden geschafft, mal T. Plus 0 können wir uns schenken, ne? Der fängt ja hier an. Und das war's schon. Also wenn ich am Rand besser schreiben könnte, würde ich es machen. So, kleinen Moment, hier gibt es Fragen. Und der besseren Unterscheidung wegen, natürlich ist das der Weg in Abhängigkeit von der Zeit und so weiter und so fort. Dann kann ich ruhig sagen, der Weg des Hasen, warum soll ich da nicht sagen S H von T? Beziehungsweise ich sage einfach H von T. Die Funktion heißt eigentlich H von T. Wobei ich weiß, dass H in diesem Fall ein Weg ist. So kann man es schreiben. Und dann könnte ich hier statt S von T könnte ich schreiben S Mensch von T. SM von T. Der Index, der lässt mir freie Wahl. Ich könnte auch schreiben S Mensch von T. Aber das wird dann ein bisschen zu groß. Oder ich schreibe gleich M von T. Wobei jetzt M allerdings leicht zu verwechseln ist mit dem Anstieg. Und das wäre ein bisschen ungünstig. Aber machbar ist es. Weitere Fragen. Also hier in dieser Wahl, da sind wir relativ frei. Ich könnte auch zum Beispiel schreiben, bleiben wir beim Menschen nochmal. Ich schreibe ganz einfach Mensch, Doppelpunkt, S von T ist gleich, tralala. Aber mit dem Index geht es höchstwahrscheinlich am allerbesten. Da ist es am leichtesten zu machen. Ja klar, solche Schreibweisen kann man da wunderbar für verwenden. So, aber was mache ich jetzt mit meinen beiden Funktionen? Wenn ich die bloß so hingeschrieben habe, dann weiß ich, ja, okay, wenn ich hier eine gewisse Zeit einsetze, dann werden die sich irgendwann gekriegt haben, ne? Hier bei diesem Punkt hier oben. Irgendwann wird mich der Hase eingeholt haben. Ist ja ganz schön. Aber ich kann diese beiden Funktionsvorschriften noch für was anderes benutzen. Und zwar, wir hatten es gestern schon mal vorsichtig angerissen. Wenn ich sage, an diesem Punkt gibt es eine bestimmte Zeit und einen bestimmten Weg, der ist für beide gleich, dann habe ich eine Möglichkeit, auch den Zeitpunkt auszurechnen und später dann auch den Weg. Nochmal, zum Zeitpunkt ungefähr geschätzt 6 Sekunden treffen wir uns. Da haben wir die Koordinaten und die Koordinaten dieses Punktes, die kann man dann ablesen. Möchte ich jetzt aber jetzt gar nicht mehr machen. Zu diesem blauen Zeitpunkt hier treffen wir uns, Hase und Mensch. Dann bedeutet das, die haben den gleichen Zeitpunkt. Zum Zeitpunkt für beide nach ungefähr 6 Sekunden klappt das. Dann heißt das doch, dass die ja auch beide eine gewisse Strecke von hier bzw. von hier gelaufen sind. Und die Strecke ist insgesamt gesehen für beide gleich. Dann bedeutet das, ich kann diese beiden Formeln hier dafür nutzen, dass ich sage, ich rechne das aus. Und wie rechne ich aus, Moment, und wie rechne ich aus, dass ich da wirklich hinkomme und sage, jetzt rechne ich mal, wann hat mich der Hase eingeholt? Ganz einfach. Ich kann nämlich Folgendes machen, gibt es eine Frage dazu? Eine Bemerkung? Gut. Ich kann nämlich Folgendes machen, wenn wir beide zum gleichen Zeitpunkt uns getroffen haben, dann kann ich sagen, naja, dann sind die Zeitpunkte hier gleich. Dann müsste ich aber die ganze Formel umstellen. Aber da die Strecke vom Ausgangspunkt, beziehungsweise die Strecke vom Ausgangspunkt plus 48 Meter, die gleiche ist, kann ich sagen, naja, dann setze ich das beides gleich. Und zwar das hier und das. Das setze ich gleich. Und das wollen wir mal machen, mal sehen, wie das aussieht. Dazu mache ich noch mal ganz kurz eine Pause. Also Ausgangspunkt war, wir sagen, das eine ist gleich dem anderen. Das ist gleich dem anderen, weil sie am gleichen Punkt hier sich treffen. Und zwar wegmäßig und zeitmäßig. Und wir wollten mal ausrechnen, wann ist das? Und wenn ich das jetzt ganz stur mache und sage, naja gut, das hier ist gleich dem, das also hingeschrieben habe in Schwarz, und einen gleichen Nenner finden will, damit ich das wirklich vergleichen kann und entsprechend auch zusammenfassen kann, dann nehme ich das einfach über Kreuz mal. Hier die 3,2 nehme ich mal 2,2 und hier die 2,2 mal 3,2 und erhalte unten unterm Bruchstrich 7,04 Sekunden als Nenner. Die Meter pro Sekunde, die bleiben mir erhalten.
Erweitern heißt, ich muss das gleiche oben und unten machen und erhalte dann 102,4 Meter durch 7,04 Sekunden. Mir ist egal, ob ich das extra noch teilen kann. Ist genauso wie 52,8 Meter durch 7,04 Sekunden mal t plus die 48 Meter, die sind unberührt. Und jetzt kommt ganz stur, jetzt vergleiche ich, wo sind mehr t's? Hier sind mehr t's, also nehme ich die hier weg. Hier, diesen ganzen Komplex hier, das ganze Ding. Das nehme ich weg, indem ich sage minus diesen ganzen Kram, minus, deswegen habe ich es nochmal in Klammern geschrieben, der Übersichtlichkeit halber. Und dann ziehe ich einfach von den 102 die 52,8 ab, habe 59,6 Meter pro 7,04 Sekunden mal t. Und jetzt kommt Handwerkszeug, das stört, also mal 7,04 Sekunden und durch 49,6 Meter. Kann man mit dem Taschenrechner machen, das sind dann 6,813 Sekunden. Ich kann noch den Weg ausrechnen, machen wir aber später mal. Das würde jetzt die ganze Zeit sprengen. Gibt es noch Fragen dazu? Das ist eine sehr schöne Frage. Ich mache das mal farbig. Wir dürfen nicht vergessen, das ganze Ding hier mal t, das ganze Ding, das ist mein Anstieg. Das ganze Ding, das ist mein Anstieg. Und ich möchte wissen, wie viele t's das sind. Das sind hier nicht meinetwegen 3t oder sowas oder 3x, 3y, sondern hier sind es ganz konkret mal 102,47,04 t. Und das ist nichts anderes, als wenn ich beim Gleichunglösen Folgendes mache. Ich schreibe das mal nochmal hin. Wenn ich da geschrieben hätte, 3x ist gleich, nee, ist gleich 2x plus 7. Hier habe ich eine glatte Zahl, hier habe ich eine glatte Zahl. Da habe ich ja gesagt, minus 2x, dann verschwindet dieser ganze Kram hier. 3x minus 2x ist x, ist gleich 7. So, jetzt habe ich es aber mit was Komplizierterem zu tun. Was ist denn, wenn nicht da steht, aufhören. 3x, solche glatte Geschichte, sondern wenn ich sage, 14,4 halbe x ist gleich 7,2 halbe x plus 8. Was ist dann? Ja, dann habe ich hier eben einen komplizierteren Ausdruck. Dann ziehe ich trotzdem hier minus 7,2 halbe x ab, damit der ganze Kram verschwindet. Und das gleiche noch ein bisschen komplizierter wäre es in diesem Fall. Ich schließe das Video an der Stelle mal ab, dann nehme ich jetzt Pause. Tschüss.